Ein Zuseher hat mich auf diese Tasche hier gebracht, die Helicontex Natel Pouch Tasche. Wenn du wissen willst, was sie kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin ja ein Helicontex-Fan, genau wie ich auch ein Tasmanian Tiger-Fan bin, etc. pp. Aber die Tasche hier, die kannte ich nicht. Und ich habe ja den Bushcraft Haversack und einige andere Helicontex-Taschen vorgestellt. Bitte gerne, Eigenwerbung, gebt dir den Link unten in meinen Shop. Dort sind auch die ganzen Videos zu sehen. Und ein Zuschauer hat mir geschrieben, ob ich das hier kenne, weil ich ja immer die Tag-Pouches von Tasmanian Tiger präsentiere, die großartig sind. Auch die gibt es bei mir im Shop, sind super. Aber ob ich das von Helicontex auch kenne, habe ich gesagt, nö. Und jetzt habe ich mir auf Amazon dieses Teil hier gekauft. Gebe ich da auch den Link her. Alles billige Eigenwerbung hier übrigens. Ja. Und ich bin positiv überrascht und bin sogar begeistert davon. Aber schauen wir es uns einmal an. Ist ein relativ schlankes Teil. Ja, sehr, sehr schlank, ja, nach oben gezogen. Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit jetzt zum Beispiel von Maxpedition, die sind halt Blader sozusagen, und auch die Tech-Pouches von Tasmanian Tiger, die es natürlich auch bei mir gibt, die sind anders gebaut. Also das ist wirklich ein ganz anderer Schnitt. Egal, auf jeden Fall, ich habe hier vorne einen Frontbereich, der lässt sich auch relativ weit aufmachen. Das bedeutet, es ist so eine Kombination. Ich habe auf der einen Seite die Möglichkeit, es zuzulassen. Damit bleibt es auch in der Tiefe schlank. Oder wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt hier Material reinbringen, ich muss irgendwas einbauen hier, dann geht das auch und zieht sie nach vor. Ja? Das ist jetzt dann schon das Maximum, da wird vielleicht noch das eine oder andere passend reingehen. Hier ist so eine kleine Schlaufe, Karabiner für einen Schlüssel oder sonst irgendetwas. Hier innen sind zwei, das sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, da zwei solche Flexi-Cords, mit denen man einen Stift zum Beispiel, ja, dass man jetzt da zum Beispiel einen Stift fixieren will, das geht sich ja alles gut aus, oder irgendein anderer Ausrüstungsgegenstand, das geht sich alles super aus, das ist schön. So, und du hast hier jetzt die Möglichkeit, hier vorne einen Patch drauf zu machen. Ne? So einen zum Beispiel. Oder so einen. Ja, geht auch. Also es sollte quadratischer sein. Wenn der zu groß ist, dann ist er nichts. Aber solche Patches hier zum Beispiel, die gehen ganz gut raus. So, oder in schwarz. Ja, ja. Billige Eigenwerbung gibt es natürlich alles bei mir im Shop. Aber schnell zurück zum Thema. Dann habe ich hier einen Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, und bei denen ist es jetzt so gemacht, dass hier diese kleinen Hubbel drauf sind, ja, diese Kunststoffhubbel, damit man das Ding gut packen kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mit Expedition vergleiche, es ist super, aber mit diesem Gummiteil hier sind sie noch ein bisschen haptischer sozusagen. Aber es muss nicht sein, es ist wirklich nur nett zu haben. Kann man fast bis zur Hälfte, also es ist ungefähr die Hälfte, es ist ein bisschen weniger, aber bis zur Hälfte kann man aufmachen und hat jetzt hier innen drinnen noch einmal ein bisschen nach unten, ja, da kann man auch Kleinzeugs mit reinwerfen, das geht sich gut aus. Victorinox gibt es auch bei uns im Shop, schau dich da mal um. So, packen wir alles aus, und so schaut das innen aus. Das heißt, du hast hier so, das ist auch ein Flauschi, ja? Das ist ein richtiges Flauschi. Das heißt, wenn man ein Mobiltelefon da zum Beispiel reinstecken möchte oder irgendetwas, was nicht zerkratzen soll, aus welchem Grund auch immer, dann ist das hier gut möglich. Dann auch hier wiederum diese kleine Schlaufe mit dazu. Dann hier innen ein großes Flexi. Ein großes. Das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Gegenstand hier wirklich fixieren wollte, dann würde sich das gut ausgehen. Das kann man hier jetzt machen. Das ist gut machbar. Gefällt mir irrsinnig gut. Hier unten ein Ich laufe aus Loch. Es ist sehr schön. Gefällt mir irrsinnig gut. Sehr nette Tasche. Wie gesagt, schau da auch an. Das Gewicht ist durchaus in Ordnung und das passt. Hier seitlich sind noch einmal solche und im Endeffekt auch hier. Ja, das ist ja gar nicht zum Aufmachen, aber hier sind auch so Laschen mit dabei. Die sind durchgängig. Also da kann man hier in dem Bereich durch. Ich weiß nur noch nicht, wozu das gut ist, aber es soll so sein. Dann System. Hinten in dieser Art und Weise. Das bedeutet, ich könnte das jetzt zum Beispiel seitlich bei einem One-Strap verwenden. Wenn man so ein Slingback hat, könnte man das verwenden. Ja, diese drei Möglichkeiten. Das ist, vielleicht brauchst du die Funktion nicht, ja. Und es gibt auch den klassischen Molle-Adapter. Das heißt, ich kann es auch so tragen. Muss ich umbauen. Ja, das ist ein bisschen. Also herumfummeln sozusagen und kann das umbauen und habe dann den Molle mit dabei. Also auch das geht.
wenn du das willst, wenn das für dich etwas, wenn dir das etwas bringt, dann kannst du das gerne tun. Und schau mal her, da auch sind noch einmal Schlaufen mit dabei. Da habe ich noch nicht genau gecheckt, wofür die sind, weil eigentlich könnte ich das ja auch am Gürtel jetzt da reinhängen, aber da ist noch einmal ein Schlauferl drauf. Habe ich noch nicht verstanden, wofür das da ist. Vielleicht hat irgendjemand eine Idee, dann bitte gerne einen Kommentar schreiben. Insgesamt eine echt coole Tasche, klein, leicht, kompakt, wirklich super. Und ich sehe das jetzt nicht in Konkurrenz zu den anderen Produkten wie Maxpedition oder Tasmanian Tiger, sondern jeder Hersteller hat halt so seine Bereiche, in denen er arbeitet und in denen er Lösungen anbietet für spezielle Probleme sozusagen. sehen wir das mal so. Oder Anwendungsgebiete. Und Helicontex beleuchtet das halt aus einer anderen Sicht als die anderen beiden genannten. Und daher, ich sehe das gar nicht als Konkurrenz an, sondern diese Tasche, da wird es jemanden geben, der die genauso braucht. Und es wird viele geben, die sagen, ich kann mit dem nichts anfangen, ich brauche etwas anderes. Und daher, also auch immer wieder diese Diskussion, was ist besser, Helicontex oder Tasmanian Tiger oder Maxpedition oder 511 oder V-Sport oder blablabla. Ja, es hängt immer davon ab, was ich brauche und was für mich passt. So sehe ich zumindest. Vielleicht siehst du anders, schreib mal bitte gerne einen Kommentar. Ausmaß. Fertig. Das hier, dieses Natal oder Natal oder Naftal oder wie auch immer. Wie warte mal, da habe ich hier das Naftal Pouch. Entschuldigung, Naftal Pouch. Naftal-Pouch von Helicontex. Ja. Schreib mal einen Kommentar, was du davon hältst. Habe ich nicht im Shop, gebe da unten den Link auf Amazon, dort habe ich es auch her. Das passt alles ganz gut. Gebe da den Link auch in meinen Shop zu all den anderen Produkten und sowieso und überhaupt. Und ja, es hat mich ganz einfach gefreut, dass du dabei warst. Schreib mal bitte einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, billige Eigenwerbung, so wie immer. Abo da lassen, ein paar andere Videos. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.